Ach, die idyllische Welt von Age of Wonders 4. Wunderschöne, volle Wälder, Meer mit Möwengeschrei, wunderschönen, grünen Hügeln, Farmen und Schäfchen. Ach, herrlich. Was für eine zauberhafte Welt Age of Wonders 4 doch ist. Unerreicht sind seine wunderschönen Berghänge. Der Ausblick in den tiefen Nebel auf wunderschöne, große, wundersame Bäume. Was für Wunder uns erwarten in dieser lebendigen, bunten, vollen Welt. Seht ihr die ferne Mühle hier? Ist sie nicht einfach wunderschön? Ah, das ist ein Gemütszustand, wie er in Age of Wonders 4 zu finden ist. Das ist einfach toll. So sollte Age of Wonders gespielt werden. Stattdessen haben Ferroclax und die Boys hier mal ordentlich übertrieben und die ganze Geschichte abgefackelt. Das Land ist nur noch untotes, dämonenverseuchtes Ödland. Und ab und zu mal ein paar Wälder durchzogen. Ansonsten irgendwelche creepy Kreaturen. Und die ganze Atmosphäre, die wir sonst hier finden, ist eigentlich nur für den Hintern. Naja gut, müssen wir besser draus machen. Aber Ferroclax hat sich natürlich nicht gedacht, vielleicht eine Adaption für Wüste oder dazu zu nehmen. Nö, nö. Ashland und Wüste, ja, das passt schon irgendwie, ne? Nächstes Mal sollst du ja nicht so viel von dem Drachenschnaps saufen. Ja, und damit willkommen bei einem neuen Age of Wonders Let's Play. Wir versuchen hier eine schöne Herausforderung zu machen. Dazu kommen wir jetzt gleich. Ich muss aber erstmal ein bisschen leiser reden, denn der liebe Ferroclax, das habt ihr ja gesehen, hat so ein bisschen über die Stränge geschlagen heute Nacht. Der hat so ein bisschen Hangover. Der würde sich auch sehr freuen, wenn ihr den Omni abonnieren würdet, dann wird es ihm besser gehen und auch ein Like da lasst, denn das wird ihm wirklich sehr gut tun. Ich glaube, das lindert Kopfschmerzen, ist glaube ich auch wissenschaftlich so belegt. Jetzt versuchen wir aber erstmal den lieben Ferroclax mal kurz zu wecken. Okay? Ferroclax, mein Lieber, aufwachen! Ferroclax! Hey, Ferroclax, wir müssen was besprechen, Ferroclax! 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 Ferroclax, jetzt wach auf! Naja, lassen wir den lieben Ferroclax noch etwas schlafen, denn offensichtlich war der Alkoholexzess recht intensiv. Er übergibt sich ab und zu jetzt mal, irgendwann wird er sich schon wieder erholen. Gehen wir mal lieber darauf ein, was wir jetzt eigentlich hier für Bedingungen haben. Denn wir sind die Forge Seeker. Wir sind Reaver, also Räuber. Wir sind Rückforderer und Artefakt-Hochter. Wir sind geschwind durch unseren Alkoholexzess. Wir haben dicke Bären, die genauso gern süffeln wie wir. Und wir sind scharfsichtig. Das heißt, wir können besser mit unseren Fernkampfangriffen treffen. Rückforderer heißt, wir haben ja die ganze Welt hier verwüstet, weil klassisch Räuber. Deswegen haben wir das schön alles mit Feuer überzogen und werden wahrscheinlich ganz viele tolle Freunde finden in den drei Computergegnern, die uns hier auf brutal erwarten. Denn die sind ganz sicher ganz fröhlich darüber, dass wir die Idylle durch ein karges, verwüstetes Vulkangebiet ersetzt haben. Ja, Rückforderer heißt einfach, ja, wir verwüsten zwar alles, aber wir versuchen zumindest schön Artefakte draus zu bauen, um die Verwüstung danach noch größer werden zu lassen. Perfekt. Ein Artefakt oder? Ja, weil Ferroclax ist halt ein Drache und der mag es halt einfach so schöne Sachen zu sammeln. Halt genauso wie den Ring of Regeneration, also Ring der Regeneration, den er jetzt braucht, um seinen Hangover mal zu überwinden. Ihr seht auch, die Boys haben uns einfach verlassen. Ja, Ferroclax liegt da irgendwie in der Ecke vor der Stadt, aber leider sind unsere ganzen Musketenschützen geflohen. Wir haben nur noch irgendwelche komischen Dullis, die zurückgeblieben sind und die uns jetzt irgendwie helfen sollen, hier zu überleben. Außerdem haben wir noch so ein komisches Kugelgerät, wahrscheinlich schön, während man besoffen war, auf eBay gekauft. Wie auch immer. Ansonsten Bedingungen. Wir haben hier nur Sand und Ashlands, denn wir haben sowohl die vulkanische Eruption, wir haben Scorched Lands, also verwüstete Lande, und wir haben die Sandstürme aktiviert. Das heißt, wir haben so richtig schön viel Spaß, wenn wir hier einen Kampf in irgendeinem Gebiet kämpfen. Das wird so richtig schön für Ferroclax sein. Na gut, aber er ist ja selber schuld, er wollte es ja unbedingt. Ja, was gibt's für Probleme? Wir haben deswegen natürlich auch nur eingeschränkten Bau von Provinzverbesserung. Aber, upsala, da helfen uns natürlich sowas wie hier die Steinbrüche oder das Eisenlager. Da helfen uns die Goldadern und so weiter aus. Aber es werden natürlich keinerlei Nahrungsbedingungen hier sein, außer der Forester, also die Fürsterei. Die kann uns noch ein bisschen über Wasser halten, ansonsten werden wir hier nichts an Farmen bauen können. Denn der Ferroclax hat ja, wie gesagt, nicht dran gedacht, vielleicht mal wenigstens Wüstenadaption mitzunehmen. Ja, übergib dich mal schön, Ferroclax, ich sehe das schon. Mit dem DLC würde ja dann jetzt irgendwann nochmal auch eine Ashland-Adaption hinzukommen mit dem Säbelzahntiger. Das werden wir aber erst später sehen, da ist es auch absichtlich dann verwüstet worden. Jetzt war es eher ein Alkoholexzess. Boah, mein Schädel. Verdammt, noch eins, was war gestern Nacht los? Oh, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Oh, wie sieht's denn hier aus? Das kann ja nicht normal sein. Oh.
Kann mir irgendjemand erklären, was hier passiert ist? Oh nein, nachher muss ich den verfluchten Sauhaufen noch aufräumen. Ja, lieber Feroklax, genau so ist es. Denn du hast ein wenig über die Stränge geschlagen. Und jetzt ist es an dich, die ganze Geschichte doch noch irgendwo zu retten. Wir versuchen also jetzt mal schön zusammen hier die Stadt aufzubauen, unsere Gegner zu überwinden und dieses schöne Let's Play zu einem tollen, positiven Ende zu bringen. Ganz nach dem Motto, keine Macht den Drogen, liebe Kinder. Ja, ich hab gehört, was der Kerl gesagt hat. Dann fangen wir mit dem üblichen Aufgeräumen an. Dulli 1 und Dulli 2. Ihr werdet wahrscheinlich sterben, aber bis dahin werden wir erstmal die Goldmine freiräumen und dann das Level up und gucken mal, dass unsere Stadt mal ein bisschen auf Vordermann kommt. Das sieht ja aus wie der letzte Sauhaufen. Das schöne Äuglein geht mal ein bisschen rum und erforscht die ganze Geschichte hier. Und danach gucken wir mal, wo wir weiter weiterkommen. Die drei Gegner werden sicher sauer sein, dass wir diese blöden Planeten hier verwüstet haben. Naja gut, kann man jetzt auch nichts mehr dran machen. Und währenddessen rekrutieren wir am besten noch ein paar Dullis dazu, damit wir auch eine Chance haben, überhaupt zu überleben, weil den ganzen Scheiße hier rumfliegt. Scheiß Sandstürme. Ja, gesagt, getan. Der Feroklax ist ein Drache der Tat. Und dementsprechend sind wir jetzt in den ersten Runden mal unterwegs, erkunden die Gegend und schauen uns an, ob wir irgendwo etwas gebacken kriegen. Als erstes kann ich schon mal ganz off-Meter sagen oder im Meter sagen, dass wir noch keinen einzigen Kampf kämpfen können. Wir haben allerdings die freie Stadt, die wir in der Nähe immer haben, gefunden. Vielleicht wird sich Feroklax mit denen auch nochmal später unterhalten. Und hier habt ihr sie. Sind tatsächlich nicht unsere Zwerge, sondern die Arkan Tigraner. Die haben Anpassungen für Wüste, flüchtig und athletisch und Mystiker. Das ist nicht unbedingt, glaube ich, für uns das Beste. Die mögen uns jetzt nicht gerne, weil wir die Materie und Affinität haben. Und die haben die Astralaffinität. Sollen sie aber erstmal nicht weiter kümmern. Ansonsten, wie gesagt, kämpfen. Gegen diese Einheiten können wir momentan nicht. Da alles, wie gesagt, mit diesen Gebieten mit Sandstürmen besetzt ist. Und diese Sandstürme hauen uns ziemlich ins Gesicht. Denn die Sandstürme blenden ein und machen Kämpfen natürlich extrem schwierig. Das heißt, wir brauchen erstmal eine gewisse Armee. Deswegen habe ich erstmal die Armee gesplittet und verteile sie. Der Anfang ist natürlich wie immer dasselbe. Wir bauen unsere Hauptstadt aus, gucken, dass wir nicht sterben und gucken, dass wir die ersten Sachen hier einnehmen. Das ist ja das Spiel, was wir bereits kennen von Age of Wonders 4. Gleich wird schön hier Bevölkerung angezogen, das Gebiet erweitert. Ein paar Runden weiter haben wir uns aus unserem geklauten Artefakt Bindungsessenzen mal schön einen Ring gebaut. Lucky Siegel, ja, da werden ein paar englische Elemente drin sein. Es sind einige Mods installiert. Vielleicht habe ich die Muße, das noch irgendwie anzugeben. Ansonsten sage ich euch einfach mal viele, die die Artefaktschmiede verbessern. Es gibt so Shops hier, Merchant Shops und so weiter. Mehr Gegenstände, genau, auch ganz wichtig und so weiter und so fort. Welches Buch wir genommen haben, war nämlich noch interessant. Wir haben uns das Evolutionsbuch genommen, also sind ganz auf dem Drachenweg. Versuchen jetzt hier mit unseren Dullis ein bisschen abzugraden mit diesen Schlänglerjungen. Die Schlänglerjunge kann sich ja upgraden zu einem richtigen Schlängler. Und die sind recht cool, weil die Nah- und Fernkampf haben. Das gefällt dem Feroklax, passt auch ganz gut zu seiner drachenartigen Erscheinung. Ja, und wir gehen dem Vortex so ein bisschen auf die Nerven, denn wir haben uns das Gebiet da schnell einverleibt, bevor die uns zu nahe rücken. Ja, an Steinbrüchen wird es uns auch nicht mangeln, natürlich nur an der Nahrung. Ich war auch nicht so schlau, hier jetzt ein First Sense zu machen. Am besten sollte ich das jetzt schon mal tun, denn sonst werden wir es niemals kriegen. Wir werden auch keinen Boost von Gebäuden natürlich durch irgendwie Nahrung bekommen. Also hier farmen, das geht nicht. Verkäufe müssen wir also einfach durchgehen. Da wir aber, wie gesagt, viel Produktion haben, sollte das durchaus in Ordnung sein. Ich sammle jetzt oder konsolidiere meine Kräfte jetzt wieder, um hoffentlich die ersten Kämpfe zu kämpfen. Und dann werden wir langsam unsere Gegend konsolidiert haben und zusammengesammelt haben. Wir haben ja ganz viele Ruinen in der Nähe. Das hat also, man merkt richtig, Feroklax hat richtig losgelegt. Zwei Ruinen. Und hier hinten haben wir einen schönen Glutquellofen, auf den ich und Feroklax auf jeden Fall schon mal das Auge gelegt haben. Denn das könnte sehr, sehr gut sein, wenn wir Feuerriesen rekrutieren könnten. Passt auch ganz gut in die Thematik, würde ich mal sagen. Ach, wie könnt ihr es nur als so niedrige Lebensform wie diese dreckige, schmutzigen Drachen und diese ekelhaften Musketen wagen, unsere Gebiete einzunehmen. Seht diese wunderbar florierenden Wälder voller astraler Magie. Es ist ja widerlich, was ihr hier verbreitet. Ach, hör mal, Junge. Ich werde dir ganz sicher nicht meinen Steinbruch aufgeben. Ich habe ja versprochen, dass ich die Sache regel. Und das werde ich auch tun. Es ist mir egal, was ihr vom Vortex da wollt, diese komischen Tigraner. Wenn ihr nicht versteht, was harter Fels bedeutet, harter Stein und hartes Feuer, dann kann ich euch leider auch nicht mehr helfen. Widerlich, wie ihr redet. Es ist einfach abscheulich. Ihr solltet euch mit diesem ekelhaften Rattenpack zusammentun. Diese Diskussion ist beendet. Mein Gott, was hat der denn für Probleme? Oh, mein Schädel brummt und der geht mir auch auf die Nerven. Ich glaube, es ist Zeit, Krieg auszurufen.
Ja, und Ferroklax scheint da nicht ganz der Einzige zu sein, der die Tigraner nicht ganz so normal findet. Wir haben ja einen fragwürdige Absichten als Quest bekommen. Denn dieser Zwerg hier sagt uns, mit diesen arkanen Tigraner stimmt irgendetwas nicht. Informiert sich der Speer. Sie beharrten darauf, Händler zu sein. Allerdings fiel mir auf, dass sie verdeckte Waffen trugen. Ja, wir werden natürlich schauen, dass wir diese Händler in Anführungszeichen auf jeden Fall beseitigen. Das passt ganz gut, um diese Situation verständlich zu machen für diese arroganten Tigraner. Vielleicht kapieren sie, dass wir als Räuber nicht gerade höflich darauf reagieren, wenn wir beleidigt werden. Von daher werden wir auf jeden Fall diese Wachen angreifen. Hier sind sie. Die Tigraner, offensichtlich sind ihre Absichten nicht gerade gut. Was natürlich uns und ja, Ferrokrax zu dem Schluss bringt, dass wir sie vernichten müssen. Auch nicht schlecht, weil diese Stadt bringt uns hoffentlich den Blutquellofen näher. Und ist natürlich die ideale Ausrede, da sie uns ja jetzt offensichtlich angreifen und uns beleidigt haben. Passt also ganz gut. Und deswegen habt ihr gesehen, haben wir unseren Ferrokrax aufgelevelt, damit er Kometen schleudern kann. Wir haben hier die Evolutionsverzauberung, das heißt, unsere Einheiten mit Evolution werden schneller hochgelevelt. Das ist halt ideal, damit sie sich weiterentwickeln. Währenddessen regenerieren wir leider hier mit Ferroklax Armee ein wenig unsere Lebenspunkte, denn im Aschenland können wir leider keine Lebenspunkte regenerieren, was ein bisschen kackiges ist. Da Ferroklax natürlich ein unvergleichlicher Meisterstratege ist, hat er natürlich erstmal einen guten Plan überlegt. Denn um diese Wachen zu stürzen, müssen wir uns noch ein wenig verbessern. Und dafür gehen wir erstmal diese blöde Infestation an, die uns sonst nämlich auch konstant auf den Nerven gehen wird. Ich bin relativ überrascht, dass sie uns noch nicht angegriffen hat, trotz des Settings. Und wir werden natürlich den Perk vom Chaos nehmen, denn wir haben ja 3 Chaos-Affinität, der uns jedes Mal eine Einheit gibt auf Basis der besiegten Infestation. Das heißt, unsere Macht kann dadurch nur noch wachsen. Da kommt jetzt nichts Besonderes raus. Ich glaube, das ist ja eine T1-Infestation. Hier sehen wir es ja. Eine Bronze-Plagenhort. Und dadurch bekommen wir nur eine T1-Einheit. Aber kann ja da notfalls sterben, um unsere Ziele zu erfüllen. Von daher perfekt eigentlich. Und wir werden auch gucken, dass wir hier unsere Stadt erweitern und die Goldmine einnehmen, damit Ferroklax Macht auch wächst. Denn er hat ja noch einige Aufräumarbeiten vor sich und das benötigt Macht und Gebiete. Ja, der Kampf lief dann tatsächlich relativ wenig spektakulär, denn wir haben einfach die Wachen besiegt und haben nichts verloren. Knapp ein Schlängerjunges, aber nö, das passt. Nehmen wir so an und dann haben wir all diese Boni bekommen, weil wir ja auch noch, wie heißt es nochmal, Reclaimer sind. Das heißt Zurückeroberer. Und wir haben ja Artefaktorte, das heißt, wir kriegen auch schön verschiedene Gegenstände. Ring der Blitzimmunität ist zum Beispiel sehr cool. Schwerer Armbrust bringt uns gar nichts. Könnten wir für den nächsten Helden gebrauchen, den wir bald mal holen müssen. Dafür brauchen wir allerdings noch mehr Geld. Und wir haben einen Inferno-Hund bekommen. T2 ist ja ganz in Ordnung. Und all diese Ressourcen, was auch ziemlich cool ist. Belohnung annehmen. Vielleicht können wir uns gleich sogar noch einen neuen Gegenstand herstellen. Gucken wir erstmal, dass wir unsere Armeen konsolidieren, zusammenbringen. Währenddessen produzieren wir auch jetzt unsere ersten Boys. Naja, eigentlich sind es ja Schützinnen. Die Bandschlussschützinnen, also Musketenschütze nenne ich es jetzt einfach mal. Um unsere Macht herzustellen und wieder auf die alte Stärke vom Alkoholexzess zurückzukommen. Ansonsten forschungstechnisch werden wir einfach weiterhin unsere Standardforschung durchführen. Da werde ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Hier zum Beispiel, dass wir halt auch unsere Schlängler markiert verursachen lassen, wenn wir Einheiten angreifen. Also die Räuberspezialität, die relativ langweilig ist, um ehrlich zu sein, durchführen können. Wir wollen hier Palisadenwälle bauen, damit wir unsere Stadt, die hier raus entstehen soll, auch schon mal gut anpassen können. Die Stadt werden wir allerdings erst bauen, wenn wir hier die Fähigkeit nutzen können. Und dafür brauchen wir noch 3 Runden. An einer weiteren Runde und einigen kleinen Gefechten oder eher einem weiteren Gefecht treffen wir auch unseren ersten Widersacher. Und der scheint nicht ganz zufrieden damit zu sein, dass wir die ganze Landschaft hier ummodelliert haben nach unseren, sagen wir mal, nicht ganz mehr nüchternen Vorstellungen. Fanggier, noch relativ freundlich, sagt noch, hoffen wir, dass das Reich hoch genug für uns beides. Die Beziehungen sind allerdings schon ziemlich schlecht, ist ziemlich misstrauisch. Kann ich mir irgendwie schon vorstellen, warum, nachdem wir halt dieses Gebiet so behandelt haben. Wir werden einfach komplett drauf ihn ignorieren, denn das ist eher so Ferroklax Methode, mit solchen Leuten umzugehen. Langfristig werden wir ihn so oder so angreifen. Wir haben auch ein Level bekommen auf unseren lieben Ferroklax. Das wollen wir natürlich direkt mal verarbeiten, denn damit kriegen wir eine neue Heldenfähigkeit. Das heißt, wir können einen von den Aspekten nehmen bei den Drachen. Die Drachen sind ja recht mächtig. Was ich da immer gerne nehme, ist eigentlich hier was wie Materium, weil es einfach Verteilung gibt. Das heißt, ich bin extrem tanky. Oder Aspekt der Natur für 20 HP, wo ich euch auch extrem tanky bin. Außerdem bin ich wachsam. Das heißt, ich kriege mehr Gelegenheitsschläge. Damit kann man relativ gut die Anfangskämpfe kämpfen. Und unser Ferroklax
ist ja nun auch ziemlich stark und mächtig, wenn er nicht gerade geschwächt vom Alkohol ist. Deswegen müssen wir ihn ja auch wieder neu aufleveln. Die anderen Sachen sind immer ganz okay. Negative Schadenseffekte sind zu sehr situationsbedingt. Ich finde halt einfach die anderen, dass die hier das Beste sind. Aspekt der Ordnung ist deswegen ganz cool, weil man natürlich weniger Unterhalt hat, was ganz nett ist. Aber 10% sind jetzt auch nicht besonders, sage ich mal. Dann nehmen wir einfach mal Aspekt der Natur. Dann kriegen wir nicht auch eine Affinität der Natur dazu. Und halten uns hier gut auf einem gute Balance, sage ich mal. Zack. Und hier würden wir immer noch weiter auf diese Fähigkeiten gehen. Es gibt übrigens einen coolen Mod, den habe ich extra nicht reingenommen, damit ihr nicht zu sehr überfordert seid, wo man Klassenspezialisierung machen kann. Die sind aber für die Drachen nicht so sinnvoll, weil die halt schon ihre eigene starke Spezialisierung haben. Ansonsten können wir natürlich hier Hirte nehmen. Damit können wir unsere Einheiten, die sich entwickeln, nochmal verbessern und auch billiger machen. Das werden wir auch tun. Tatsächlich, statt dass wir oben eine Drachenfähigkeit nutzen, weil das zu stark ist für unsere Schlängler. Zwei Verteidigung, ein Widerstand und weniger Einheitenversorgung ist einfach super. Macht auch Spaß. Den Ring noch hier wechseln, habe ich noch gar nicht getan. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, aber ist ganz cool, eine Immunität zu haben. Ja, und dann werden wir uns hier noch das Material einnehmen und da werden wir mal gucken, wo wir überhaupt diesen Fang getroffen haben. Aber eigentlich soll er uns erstmal nicht kümmern, bis wir ihn tatsächlich gesehen haben. Wir hatten so eBay geschenkt, das irgendwo gesehen oder eBay-Produkt, was wir uns gekauft haben. Kann es aber jetzt auf Anhieb nicht sehen, wo wir ihn gefunden haben. Da haben wir einen Speer gefunden. Er soll uns aber erstmal nicht kümmern, bis er uns wirklich relevante Informationen hat. Denn ich möchte auch meine Drachenstimme etwas schonen. Ja, und gleich die nächste Herrscherin ist uns begegnet. Und zwar ist es Rainer die Güldene. Eine Froschkandidatin. Mag uns natürlich auch nicht unbedingt. Ist wachsam, nicht misstrauisch. Aber naja, wie gesagt, sehr verständlich, dass sie uns nicht gerade wohlgesonnen sind. Das soll uns auch egal sein. Und direkt danach haben wir eine Diebin wohl gefunden. Oh. Okay, das ist eine sehr lange Animation dafür. Unruhe bricht in deinem Hort aus. Oh, oje, oje, unser Hort von dem guten alten Ferroklax wurde ausgeplündert. Ja, wir haben sie gestellt anscheinend. Das ist ja ganz nett. Wir könnten ihr jetzt die Sachen abnehmen. Also auf magische Weise haben wir dann tatsächlich noch mehr Gegenstände gefunden. Das ist doch ganz cool. Wir könnten einen Gürtel des Berserkers holen. Das wäre für unseren Ferroklax auch anziehbar. Dann würden wir standfest bekommen, was ganz cool ist. Oder eben Geld oder Imperium. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Gürtel. Ich habe jetzt auch schon hier upgradet, dass wir die Städte oder die Stadt gleich gründen können. Wir müssen jetzt nur noch das Imperium sammeln. Und wir können uns einen zweiten Helden aussuchen. Das wollen wir doch mal gemeinsam machen. Ferroklax braucht natürlich auf jeden Fall seinen Sidekick. Das ist ja ganz klar. Wir könnten tatsächlich die Arkanen Tigraner nehmen. Wo wir mit denen noch gar nichts an besonderen Beziehungen haben, genauso die rattenhaften Fledderer, mein Gott, das ist schwerer Name. Oder eben von unseren eigenen, was irgendwie am besten passen würde, natürlich. So, nur schauen, was für Vorteile die bieten. Und ich habe mich jetzt einfach mal für Bojakev, den Hüter, entschieden, weil er einen schönen Bären dabei hat. Das passt natürlich ganz gut dazu. Ich denke, Ferroklax wird da auch zustimmen. Können wir uns gleich mal anhören, was er dazu sagt. Bojakev, mein Lieber, endlich bist du wieder da. Verdammt, du weißt gar nicht, was heute noch alles passiert ist. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Wir müssen dieses verfluchte Vortex beseitigen, das Gebiet aufräumen und all diese komischen Zwerge und Krötenmenschen beseitigen. Denn sonst können wir ja niemals Ruhe schaffen. Und außerdem muss ich ihn ins Bett. Ich bin völlig fertig. Isha sagt, das macht 250 Gold, Ferroklax. Du kennst unseren Deal. Wir machen nichts umsonst. Und außerdem ist es deine verfluchte eigene Schuld. Na, undankbare Idioten um mich herum. Das werden sie noch alle bereuen, aber erst, wenn ich mich ausgeschlafen habe. Ja, damit haben wir unseren neuen Bojakev kennengelernt. Haben also unsere Armee verstärkt. Ich habe jetzt hier auch das Wunderangriff. Ich habe nochmal ein bisschen umgeswitcht, nochmal den Hund hier reingetan. Da wir ja gegen Pyromanten kämpfen müssen, wie wir sehen können. Eine Gruppe von Pyromanten. Wie gedacht, nehme ich den Hund dann auch noch mit rüber, habe die restlichen Einheiten nach oben geschickt. Pferdehund, es kann aber trotzdem sein, dass wir was verlieren werden. Ich weiß nicht, ob ich besser kämpfen werde, denn denkt dran. Im Aschenland werden wir vulkanische Eruptionen haben. Und werden natürlich noch den Pyromanten Malus haben. Wir könnten jetzt Mana dafür ausgeben, aber 170 Mana ist es mir eigentlich nicht wert. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich würde jetzt den Inferno-Hund töten. Ich glaube, das ist mir eigentlich relativ egal. Das ist thematisch ganz nett, aber muss nicht unbedingt sein. Was kriegen wir davon? Staff of Blessing. Ja, relativ okay. Und dann haben wir nochmal 100 neue Artefakt-Essenz oder Bindungs-Essenz. Das ist ganz gut. Kriegen erstmal 207 Gold und wir kriegen Staff of Blessing nochmal. Okay, den will ich jetzt nicht nochmal haben tatsächlich. Vortex wollen wir auf keinen Fall verbessern. Ja, dann machen wir hier ein bisschen Stadtstabilität, denn unsere Stadt ist auch nicht mehr ganz so glücklich.
Und dann hauen wir schnell wieder in dieses schöne Waldgebiet hier ab, das ja nur Wald als Provinzmerkmal besitzt. Dadurch können wir uns da wenigstens regenerieren. Und wir haben unsere ersten Musketschützen fertig. Die sieht so aus. Leider wegen dieser tollen drakonischen Vitalität hat die ihren Helm verloren. Finde ich ein bisschen blöd. Ich mag die Helme eigentlich ganz gerne, aber gut, so ist das. Wir werden uns jetzt Richtung dieser falschen Händler bewegen. Und wir haben, wie ihr eben gesehen habt, schon mal unsere Provinz hier verbessert. Außerdem haben wir die Räubermanufaktur, das Räubermanufaktur gebaut. Da kriegen wir pro Fürsterei, Steinbruch und Mine, die wir drumherum haben, 5 Einberufungen. Das heißt, wir haben jetzt, wenn ihr mal drauf guckt, 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 4 Gebiete drumherum. Wir werden das 5. auch noch irgendwann kriegen. Deswegen haben wir schön 20 einberufen. Das sollte heißen, unsere Musketenschütze kriegen wir 2 Runden, was natürlich massiv gut ist. Ihr habt auch gesehen, dass ich mir das Buch genommen habe, wo natürlich die Sucherpfeile sind. Ihr kennt das. Also, wer das Spiel schon mal gespielt hat, weiß, wenn ich ein bisschen auf Fernkampf gehe und ich will mir die Musketenschützen halt benutzen, die Kanonen nachher, dann brauche ich die Reichweite. Die Musketenschützen werden halt davon auch gebufft werden. Da haben wir unser Bojakev mit seiner guten Misha ein Level bekommen. Wir werden jetzt einfach wahrscheinlich auf Fernkampf gehen, weil es einfach immer die sicherste Hausnummer ist. Wir werden natürlich langfristig ihn auch zum eigenen Hirten machen, eigen inspirierenden Anführer und so weiter. Aber erstmal machen wir einfach Bogenschießen. Ja, oder machen wir Sprint. Das ist auch immer gut. Nehmen wir erstmal Sprint. Sprint ist immer super. Egal, auf was wir gehen. Und unser guter alter Pedroclax hat auch wieder mal ein Level bekommen. Und wir werden hier erstmal ihn weiter auf die Anführerfähigkeiten benutzen. Ja, ganz einfach, damit wir möglichst effizient unsere Armeen beherrschen. Gibt uns ein bisschen Gold zurück, ein bisschen Mana und so weiter. Und oh, da haben wir auch schon unseren letzten Gegner. Und die hasst uns auch so richtig schön. Die ist nicht nur Astral, die anderen beiden hatten wenigstens im Materium dabei. Und ja, die fühlt sich sogar bedroht. Ich weiß nicht genau, wie die sich bedroht fühlen kann, wenn die uns gerade erst getroffen hat. Aber das ist leider die Logik von Strategiespielen. Ist aber nicht schlimm. Sie ist wahrscheinlich deswegen angepisst, einfach nur, dass wir das Land in Flammen getaucht haben. Freut uns ja nicht auch nicht unbedingt so sehr. Ich werde euch natürlich noch im Kampf nochmal zeigen, welche Fähigkeiten wir da haben und zwar. Das ist aber natürlich einfach im Sinne der Zeit und des Let's Plays, um das nicht aussuchen zu lassen, mache ich das natürlich nur dann, wenn der Kampf auch wirklich relevant ist. Also solche Kämpfe lasse ich gerne Auto-Resolve machen. Ich glaube, das ergibt durchaus Sinn. Noch ein bisschen nach oben bewegen, dann fällt mir auf, okay, du müsstest vielleicht deine eigenen Map-Settings dann doch kennen. Aber das liegt vielleicht auch an dem ganzen Drachenschnaps, denn wir haben noch einen 4. Spieler hier mit drin. Also 5 sind wir dann insgesamt. Ich weiß gar nicht, habe ich noch mehr eingestellt? Naja, bei den Settings kann schon mal passieren, dass man ab und zu mal was vergisst. Oh, hier ist noch irgendjemand. Irgendein Katzensymbol. Ich hatte erst gesagt, das wäre sie, aber die hat ja das blaue Symbol. Das heißt, wir haben hier noch irgendeinen Gegner. Woher kommt diese Person? Vor allen Dingen, warum hat sie sich nebenan einfach irgendwie 13 Außenposten zu bauen? Naja, werden wir noch feststellen. Wir haben natürlich auch die Siege, wie ihr seht. Hier oben ist zum Beispiel eins, diese neue Siegbedingung. Das müssten wir einnehmen. Ich habe das auch, glaube ich, auf normal eingestellt. Das heißt, es kann gut sein, dass wir nachher auch sehr darauf hinspringen müssen, um diesen Sieg von der KI zu verhindern. Ihr kennt das Prinzip ja. Sonst habe ich, glaube ich, noch keinen Siegel. Doch, hier unten ist noch ein Siegel. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich das nochmal gesehen. Und ja, wir werden uns jetzt erstmal diese Einheiten verknüpfen und werden uns damit die Situation später beschäftigen. Es zeigt mir natürlich immer nochmal, dass wir schnellstmöglich nochmal ein bisschen unser Gebiet ausbreiten sollten. Hier ist allerdings nichts. Ich müsste eigentlich mal hier unten den Untergrund erkunden. Da bräuchte ich aber unseren eBay-Ball. Wo ist der denn eigentlich hin? Wo ist er? Da ist er. Komm mal her, mein kleines eBay-Bällchen. Und beweg dich mal nach hier unten. Ah, okay. Ich habe offensichtlich wirklich die Einstellung vergessen. Ah, guck mal, Leonardo der Magier. Das ist ja einer von meinen Leuten. Der mag uns natürlich auch nicht. Hat aber wenigstens Materium dabei, deswegen hasst das nicht ganz so sehr. Wir kennen das Spielchen. Ist aber auch noch nicht die Person. Also sind wir offensichtlich mindestens 6. Hm, gut zu wissen. Naja. Passiert schon mal, würde ich sagen, bei 20 Mal Neustarts, bis man einigermaßen die Settings drin hat. Unsere zweite Stadt hat sich dann endlich gegründet. Wir haben ja jetzt auch relativ guten Fortschritt gehabt, auch das magische Material freigeschaltet, was ganz nett ist. Ich habe die Wachen jetzt, also diese Schwierigkeit, wie sie steigt, auch auf normal gestellt, weil ich das manchmal mit schwachen Einheiten starte, dann auch etwas zu krass finde, wie sich das erhöht, damit uns das nicht ganz zu langsam vorangeht. Jetzt können wir diese Aschurin benutzen. Das kennt ihr ja, die Ogre können wir da rekrutieren. Eigentlich auch eine ganz lustige Gimmick-Einheit vielleicht. Sonst okay. Wir haben auf jeden Fall plus 20 Forschung, plus 5 Imperium, was ganz wichtig ist. Da wir ja durch die Heldenzahl eben Imperium verloren hatten, können wir damit wieder so ein bisschen was gut machen. Aber einfach generell 20 Forschung ist schon deutlich ein Muss. Wir haben unsere zweite Musketenschützin fertig. Das heißt, wir können jetzt auch diese Händler wahrscheinlich einfach komplett aus dem Leben klatschen. Ja, wir werden die natürlich nicht bestechen. Warum sollten wir das jemals tun? Und werden dann automatisch Kampf kämpfen. Und wie erwartet, die einfach umhauen.
Das heißt, sie haben die Identität der Händler enthüllt. Und die wollen uns Geheimnisse über Vortex verraten. Das ist ganz schön. Wir können sofort hier sagen, ja, dafür werdet ihr den Krieg bekommen. Und das passt ganz gut, denn Ferroklax hat ja schon den Krieg aufgerufen. Wir könnten natürlich auch Geld nehmen. Aber ich finde eigentlich ganz gut, dass wir denen jetzt den Krieg erklären, weil die uns halt offensichtlich angreifen wollten. Das passt das wunderbar in unsere Story. Ich würde ihnen jetzt Death of Blessing geben, dann kann aber sein Arm Misha nicht mehr reiten. Von daher auf keinen Fall. Geben also weiter Bogenschießen auf. Und werden unseren eBay-Ball hier weiter nach unten bewegen. Merkt, die Map wird jetzt schon enger. Ist aber ganz okay von der Entfernung. Ich weiß nicht genau, wo die Person jetzt ist. Wahrscheinlich wieder im Untergrund hier. Mal hier unten. Unser eBay-Ball ist ja leider irgendwo ganz anders hingelaufen. Dass man uns irgendwie erkennen kann. Ja, und dann gucken wir, dass wir Vortex kaputt machen. Da sollten wir nämlich auch unsere Kriegsbeute bekommen. Ne? Freie Städte und andere Reiche einzuschüchtern oder unterworfene Einheiten nach dem Kampf zu bekehren. Haben wir bisher noch nicht die Chance bekommen. Geht immer so relativ schnell. Wichtig ist aber, dass wir jetzt mehr Kriegsbeute bekommen, wenn wir hier die Vortex kaputt machen. Das ist ganz wichtig. Wir können uns auch mal zusammen das Arsenal angucken. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen was gemoddet, sodass das ein bisschen spannender ist. Und nicht ganz so, ja, langweilig stimmt eigentlich nicht. Das ist schon sehr in Ordnung. Ich kann für so einen Patch, der kostenlos war, ist das schon wirklich sehr gut eigentlich. Aber nicht ganz so fies sein. Ja, was können wir momentan? Können wir von unserem Bogenschützen jetzt nicht zu viel machen, noch Blutung hinzufügen. Und machen noch kritische Trefferchance. Und das soll uns erstmal reichen, einfach damit wir ein bisschen einen Bogen haben, der was stärker ist. Ich mache normalerweise also lieber, dass man mehr Ressourcen davon hat, aber vielleicht ist einfach so vom thematischen her ganz nett, wenn wir unsere Einheiten schnell aufmotzen. Wir haben ja auch, wie ich ja eben sagte, hier diese Transmutation drin, drakonische Vitalität, wer es jetzt gar nicht kennt. Pro Einheiten ran kriegen wir 3 HP dazu. Ist ganz okay, jetzt nichts Weltbewegendes. Oh Gott, und jetzt kommt Blasphemie. Denn Bujakev sagt auf einmal, sein einziger Freund war Imperial Charger. Während Misha, wer der auf Misha reitet, das ist eine Unverschämtheit. Ihr kennt diesen Quest, der ist der Standard-Quest Nummer 1. Und jetzt ist er ja noch beleidigend. Wir nehmen natürlich an, weil wir die Ressourcen haben wollen, aber wir denken nicht weiter drüber nach. Wir machen da keine Story drauf. Raus, denn das ist eine Unverschämtheit, dass dieser Bujakev einfach sagt, wer der auf seinen tollen, treuen Bären reitet, das war mein einziger Freund. Außerdem seht ihr, wir haben unsere ersten Schlängler-Einheiten, die sind nämlich da mal schön T3 und haben dadurch wesentlich mehr Boni. Sehr cool, haben auch glitschig und entschlüpfen, das heißt, wenn die sterben würden, können sie sich einfach nochmal durch die Gegend teleportieren. Extrem stark. Und wir werden die jetzt auch nochmal noch mehr buffen, denn wir können jetzt auch noch denen diese Markierfähigkeit benutzen, wenn sie jemand angreifen. Was das Ganze nochmal wesentlich stärker macht. Und komischerweise hat uns jetzt der Fangier die Freundschaft erklärt. Und die Kröte hat uns die Rivalität erklärt. Momentan noch immer so ein bisschen, weil die sehr weit weg sind, ignoriere ich das im Sinne der ganzen Geschichte noch etwas, weil wir erstmal im Vortex beseitigen wollen, bevor wir da überhaupt drüber reden. Aber spannend, dass er mir die Freundschaft erklärt. Vielleicht lassen wir uns ja nochmal überzeugen, nicht alles zu vernichten. Wenn uns jemand die Freundschaft erklärt, können wir uns ja vielleicht nochmal herablassen und ein wenig freundlich bleiben dabei. Das müssen wir dann nochmal gucken. Ansonsten sind wir hier im Tree, falls ihr da nochmal ein Upgrade braucht, nicht weiter vorangeschritten. Ihr kennt das Spielchen. Es ist halt immer so etwas wie jetzt zum Beispiel hier. Plus 10 Mana ist ganz nett. Die Kosten sind okay. Und hier können wir pro Einheitenstufe Geld gewinnen. Das ist ganz in Ordnung. Das hier bringt uns nichts, weil Farmen haben wir halt einfach nicht. Wir brauchen halt noch Straßenbau, denn das ist immer relativ wichtig. Ja, und damit haben wir Rakshagi entdeckt. Die ist irgendwie in jedem Spiel drin. Egal, das war ja die rote Katzendame, die uns noch fehlte. Die blaue Katzendame hat uns übrigens auch noch die Rivalität erklärt. Genauso die Froschperson. Ich denke mal hier, oh, es geht sogar noch. Hat minus 25. Ganz in Ordnung. Heißt, wir sind da jetzt nicht leicht nicht in Gefahr, direkt angegriffen zu werden. Aber die ist natürlich direkt neben uns. Das heißt, ein sehr attraktives Ziel für uns. Außerdem konnten wir jetzt die Sucherpfeile erstellen, passend zu unserem Kampf gegen Vortex. Wunderbar. Warum der da hinten angezeigt wird, keine Ahnung. Und wir haben unseren Fortuitous Blutbrief. Also so eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Sehr schön. Englisch lieben wir doch alle. Und das werden wir natürlich direkt unserem Kumpel hier übergeben. Unserem Bojakev mit der treuen Misha und nicht mit seinem besten Freund Pyl Charger, weiß ich was. Unverschämt hat. Übrigens, wir müssen diese Regenerationsfähigkeit, ich möchte da nochmal ein bisschen Rant ablassen. Warum kann ich nicht, wenn ich auf meinen Gebieten hier stehe, auch regenerieren, obwohl ich im Aschenland bin? Nope, geht nicht. Die kriegen da anscheinend nichts zu fressen in diesen blöden Manufakturen. Ja, und das ist ein bisschen schade, denn jetzt muss ich hier die ganze Zeit in meinem Ferroklax da rumstehen. Aber ich denke mal, wir werden den Kampf jetzt einfach mal zu denen tragen, denn die stehen gerade so attraktiv verletzlich da. Das ist einfach zu gut
oder zu blöd wäre, es nicht zu tun. Dann machen wir dann einfach mal. Wir haben auch unsere dritte Musketenschützin. Ich habe auch auf Bojakev in die eigene Armee gesetzt. Und dann können wir einfach mal diese kleine Armee hier zerquetschen. Ich hoffe, ohne Verluste. Natürlich. Wunderbärchen. Und dann können wir... Ja, wir können die Belagerung anfangen, indem wir einfach nur den Helden anklicken, den Rest stehen lassen. Und wunderbar. Denn wir müssen aufpassen, ab einem gewissen Rundenlevel wird dazu kommen, dass sie Tier-3-Einheiten haben. Ja, wir haben dann Beladungsgeschütze errichten. Das ist ja so eine Besonderheit von den Räubern. Das heißt, wir würden zwei Bandschlosskanonen, boah, dieser Name, die Kanonen bekommen halt. Und das würde uns auch 4 Belagerungen dazu geben. Das bringt uns, glaube ich, jetzt nicht. Ja, doch, eine Runde, ne? Ist das richtig? Ja, dann nehmen wir die mit. Was sind die 200? Gold? Die Schuhe ist bitter. Wie viel würde denn... Ja, alles würde uns 2 bringen. Wir könnten also auch mit günstigeren Sachen vorgehen. Aber ich meine, so vom thematischen her schon ganz cool. Können wir die Boys dann doch nochmal irgendwo herziehen, wir die. Wir können die danach nicht behalten, aber wir haben sie zumindest. Schade, dass man danach die Kanone nicht behält, weil wenn ich sie doch gebaut habe, warum benutze ich sie nicht? Egal, genug zum Rant. Wir wollen ja weiterhin gucken, was Vortex denn so zu bieten hat. Ja, Vortex hat diese Armee zu bieten. Die haben sich leider noch einen Helden rekrutiert. Das heißt, es wird auch kein Spaziergang, die zu besiegen. Und wir haben mehrere T2-Einheiten. Das heißt, wir haben hier 2 Helden und diese 3 Einheiten. Insgesamt kein leichter Kampf, aber es wird sich lohnen, selbst wenn wir da Einheiten verlieren, die Stadt einzunehmen. Dann haben wir einfach unsere 3 Städte schon mal und können hier die Schlangenhöhle und den Glutquellofen hoffentlich anschließen. Denn das ist so momentan für mich das Midgame-Ziel, sage ich mal, um hier einen Fortschritt zu haben. So Leute, letztes Mal, jetzt machen wir diese verdammten Vortexianer platt. Was wollen diese Tigermenschen auch von uns, verdammt nochmal? Die können sich einfach beleidigen mit ihrem komischen Astralwäldern. Bojakev! In die Kanonenstellung. Jetzt werden wir ernst machen. Was zur Hölle? Die Kanonen kosten 200 Gold. Ich darf sie danach nicht mehr behalten. Euer Kev, krieg mal deinen Bären auf die Reihe.